take a trip to my. Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archi Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es neuen SBC-Content. Es ist Montag, es ist kurz nach 19 Uhr. Die gibt es heute neuen SBC-Content. Und zwar haben wir eine wunderbare SBC draußen, die Centurions Crafting Upgrade SBC. 100 Mal ist das Ganze wiederholbar. Wir haben eine Meilensteinaufgabe in den Zielen, die wir parallel dazu craften können. Und wie ihr seht, Mudrik und Kulusevski, die sind auch noch mit am Start. Also drei neue SBCs, die insgesamt am Start sind, die wir uns heute on Detail anschauen. Wir fragen uns, sind sie top? Sind sie flop, werden mehrere Packs öffnen von der Centurions Crafting Upgrade SBC. Das wird sehr, sehr interessant. Und ihr seht schon, läuft ab in 27 Tagen. Und wenn ich euch gleich zeige, was in den Zielen auch noch am Start ist, Freunde, dann seid ihr komplett am Eskalieren. Also, fettes GG schon mal direkt an EA, Freunde. Es wird absolut eskalieren heute im Video. Ich freue mich extrem drauf, in die Crafting Upgrade Geschichte mit euch reinzugehen. Ja, und wenn ihr es feiert, dass ich täglich für euch am Start bin, heute auch wieder Doppel-Upload am Start. Das Mittagvideo meiner Food Champion Rewards packe ich euch nachher in die Endcard rein, Freunde. Wenn ihr es feiert, lasst es gerne Liebe da. 500 Likes heute wieder das Like-Ziel. Wenn ihr neu sein solltet, gerne kostenlos auf jeden Fall auch ein Abo dalassen. 60.000 Abonnenten haben wir fast geschafft, Freunde. Dankeschön dafür euren Support. Und natürlich, wie gesagt, eure Packpulls, falls ihr schon reingegangen seid, runterschreiben in die YouTube-Kommentare. Ja, und damit starten wir rein, Freunde. Und wir starten darüber mit dieser Centurions Crafting Upgrade Geschichte. Denn da heißt es, meistere diese Challenge, um Fortschritte beim Aufgaben-Gruppenbonus für Centurions Crafting zu erzielen. 100 Mal wiederholbar. Und wenn sich jetzt Leute schon daran erinnern können, und zwar im letzten FIFA-Teil, Freunde, vor 9 Monaten war es so, dass wir auch während dieser Centurions-Promo, wo es ja eben darum geht, diesen 100er Meilenstein eben zu schaffen, eine Crafting Upgrade SBC draußen hatten. Damals waren es 80 plus Packs, heute und jetzt im EAFC-Teil bekommen wir ein 3er Gold-Profi-Pack zurück. Ja, jetzt kann man sich darüber definitiv streiten. Was habt ihr eher gefeiert? Die 80 plus Upgrades oder die 3er seltene Gold-Profi-Packs? Aber ich muss, wie gesagt, direkt schon mal sagen, absolut wild. Ich habe nie im Leben damit gerechnet. Montag ja immer Upgrade-Time. Ich habe gedacht, kommt Player Picks oder kommt wieder eine 80 plus Upgrade SBC oder 75 plus Upgrade SBC beziehungsweise Player Pick. Da habe ich gedacht, ja, sowas wird wahrscheinlich eh wieder kommen zur Centurions Promo und jetzt kommt sowas. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr, 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 sehr wild. Was müssen wir abgeben für diese 100 mal wiederholbare SBC? Und zwar 11 Goldspieler müssen wir abgeben, ja. 11 Goldspieler müssen wir abgeben und das Ganze, wie gesagt, 100 mal wiederholbar und das Ganze eben nicht nur ein 3 seltenes Goldspiel-Profi-Pack, was wir hier zurückbekommen, sondern eben im Laufe der Zeit, ich zeige euch gleich in den Zielen, können wir eben, deshalb heißt es Crafting Upgrade, in den Meilenstein weitere Packs uns freischalten. Und das ist absoluter Wahnsinn. Fette GG an EA, 99 Mal wiederholbar jetzt noch. Und dann haben wir Mudrik und Kulusevski. Bevor wir uns aber diese Showdown-SBC auch noch anschauen, Freunde, gehe ich direkt mal mit euch rein, und zwar in die Ziele. Denn da müssen wir uns das einfach konkret anschauen. Und zwar im Live-Segment erstmal vorweg haben wir die Dia de Muertos-Geschichte für 2 Wochen am Start. Da geht es wieder um ein Trikot, eine Choreo und ein Stadion-Thema. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Das auf jeden Fall aber heute neu. Und jetzt wichtig, Freunde, im Meilenstein-Tab. Da haben wir die Centurions Crafting Upgrade Komplettpaket Aufgabe. Auch das natürlich 27 Tage, 23 Stunden verfügbar. Ja, und da ist das Ganze. Also, da ist es. Schließe eben 100 Mal das Ganze ab und hole dir Pack-Boni. Und ihr seht es schon, ja, da unten unter meiner Facecam, Freunde. Es ist ein 100 saftiges K-Pack, was wir in Anführungsstrichen for free durchs Craften eben uns als Gruppenbonus-Reward eben holen können. Ja, das Ganze hat dann quasi nochmal Zwischenetappen sozusagen. Und da haben wir dann eben 10 Abschlüsse, wo wir ein Jumbo Premium Gold Pack bekommen. Für 20 Abschlüsse nochmal ein weiteres Jumbo Premium Gold Pack. Für 30 genau das gleiche. Außerdem dann für 40 ein neues Pack, ein seltenes Elektro-Profi-Pack. Genauso wie auch bei 50, genauso wie auch bei 60. Bei 70 gibt es dann sogar ein 83x3er-Pack. Bei 80 Abschlüssen ein 83x3er-Pack und ein 84x2er bei 90 und 80x10er, Freunde, ihr hört es richtig, ein 80x10er-Pack bei 100 Abschlüssen. Die ganz große Kernfrage bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich, was macht man jetzt? Diese Aufgabe ist 27 Tage da, das heißt, sie ist nicht nur während dieser Centurions-Promo draußen, am Freitag kommt wieder Centurions-Team Nummer 2 raus, sondern sie ist natürlich auch fortlaufend jetzt den ganzen Monat eben am Start. Das heißt, die Frage, die im Raum steht, ist, wie viele Packs, wie viele Crafting-Upgrade-SPCs schließe ich eben jetzt noch ab und wie viele Packs
zum Beispiel an Dreier Goldpack sozusagen öffne ich jetzt eben noch zu Saturnals Team 1 Promo, wie viele zu Saturnals Team 2 Promo und wie viele vielleicht zu anderen Promos, die eben in diesem 27-Tagestimer eben mit drin sind. Die Frage geht auch raus an euch, lasst mir das gerne wissen, wie ihr da auf jeden Fall vorgeht. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele, die auf jeden Fall auch reingehen und sagen, hey, ich mache direkt jetzt zu Saturnals Team Nummer 1, weil ich Rashford ziehen will, ne? Oder weiß ich nicht, Mondi als Linksverteidiger oder was auch immer. Und deshalb gehe ich jetzt in alle rein, weil ich eben die, ja, bestmögliche Chance haben will, um beispielsweise, weiß ich, BVB-Fan Reierson, aber gut, der ist fast Discard, als First Owner am Start haben will, keine Ahnung. Irgendwelche Tools Team Einspieler halt, ne, Top-Karten. Ich meine, Rashford bei 1,9 Millionen, es ist natürlich ein Traum, den definitiv zu ziehen. Aber das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, wenn ihr auch wollt, wie man das Ganze craften kann. Wie gesagt, in einem separaten Video, wie ich es auch gesagt habe im Intro. Lasst uns zurückgehen zu den SBCs, Freunde, beziehungsweise lasst uns jetzt erstmal vorweg, bevor ich euch hier auf die Folter spanne, bevor wir gleich weitermachen mit mehreren Packs von diesen Upgrade-Packs, starten wir jetzt erstmal mit dem ersten hier auf meiner Road to Glory 3er seltenes Gold-Profi-Pack. Und wir bekommen Spanien, na, das habe ich jetzt in letzter Zeit oft, RM, Spain gleich Pain, aber obwohl. Ah, perfekt, es ist Marcos Llorente. Ja, Freunde, ist er eigentlich immer noch? Diesmal kein Spain gleich Pain, oder was ist hier los? Nein, er ist zwar immer noch teuer, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr extinct. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Er ist bei 7k. Marcos Llorente, Freunde, sehr, sehr nice. Ja, den könnte man jetzt theoretisch in diese Paid Evolutions-Geschichte reinknallen, den Marcos Llorente. Sehr, sehr nice. Christen ist dabei und Parker. Also gar nicht mal so schlecht, das erste Upgrade-Pack. Und dadurch, dass wir natürlich hier keine Rating-Vorgabe sozusagen haben, ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, kann man darüber diskutieren, ist es vielleicht blöd, ist es schlecht, ich muss ehrlich sagen, wir sehen es an dem Beispiel-Pack, was wir jetzt gerade eben direkt gemacht haben, ich finde es gar nicht so schlecht, da sind drei Gold-Profis drin, ja, die können low-rated sein, aber bei drei Spielern, Freunde, also, ihr werdet nie im Leben drei 75er-Spieler daraus ziehen. Und wenn es einmal passiert, dann passiert es definitiv nicht 100-mal hintereinander. Also da wird schon ein bisschen was an Futter und an gutem Rating, SBC-Futter-Rating auf jeden Fall mit dabei sein. So, weg aber jetzt erstmal kurz von der Crafting-Upgrade-SBC. Wir haben nämlich draußen und zwar endlich die Mudrik-SBC, die kombiniert ist mit der Kulusevski-Squad-Building-Challenge, denn es ist ein Showdown. Für die Leute, die komplett neu sind, will ich kurz erklären, was ist eigentlich dieser Showdown, was hat es damit auf sich? Also, es steht schon teilweise da. Holt ihr Showdown, Kulusevski ist es da, aus dem Premier League-Duell zwischen Tottenham und Chelsea. Die spielen mich und deshalb ist die SBC auch 7 Tage vorhanden. Und zwar in 7 Tagen eben dieses Premier League-Duell Tottenham gegen Chelsea. So, und wenn dieses Duell beispielsweise unentschieden ausgeht, dann bekommen beide und 1+1 Upgrade. Ja, sowohl Mudrik kommt dann auf die 86 als auch ein Kulusevski. Wenn aber Tottenham beispielsweise gewinnt, die ja aktuell sehr, sehr gut in Form sind, bekommt Kulusevski eine 87er Grade, also ein +2 Overall Upgrade. Wenn aber Chelsea gewinnen sollte, bekommt Mudrik eine +2 Upgrade, also eine 87er geratete Karte. Es sind also sozusagen Live-Karten, die eventuell die Chance haben, upgegradet zu werden. Aber ihr seht, 85er Ratings bei beiden schon drauf. Sie haben natürlich jetzt schon eine Base-Upgrade sozusagen auf die 85 drauf. Deshalb kann man so oder so auf jeden Fall für das grundsätzliche Rating schon mal reingehen. Aber sie haben eben das Potenzial, weiter geupgradet zu werden. Entweder beide mit einem +1-Upgrade bei einem Unentschieden oder jeweils einer von beiden eben +2 mit dem Upgrade. Ja, und ein Segment müssen wir bei Kulusevski abgeben und bei Mudrik sind es dann direkt 2 Segmente. Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das preislich? Und wir müssen hier tatsächlich schon was Saftiges abgeben. Ja, es ist ein Premier League-Spieler, wahrscheinlich wieder Premier League-Bonus, wir reden da immer drüber. Es ist ein 84er mit Team of the Week und ein 86er Greater Squad, den wir abgeben müssen. Dafür haben wir ein bisschen abgeändert bei Kulusevski, zwar nur ein 86er Greater Squad, aber auch hier ein Team of the Week mit drin. Das heißt, so sehr preislich auseinander sind die beiden gar nicht. Die Frage, die sich natürlich für jeden da eben jetzt stellt, will man da reingehen in diese SBC? Kartendesign ist hier jetzt bei dem SBC-Segment noch nicht drin. Das zeige ich euch. Wir haben es hier nämlich am Start bei, genau, Mudrik hier unter mir. Mudrik und Kulusevski, so sieht das Kartendesign aus von den Showdowns. Showdown-SBC da auf jeden Fall am Start. Sie haben nicht, und das haben sie sonst immer hier irgendwie drin bei den Neuigkeiten, es erklärt, wie es mit den Showdowns geht. Das habe ich noch verzweifelt gesucht, das gibt es aktuell nicht. Wir werden uns gleich das Upgrade auf jeden Fall on Detail bei Footbin anschauen von Kulusevski und Mudrik. Machen wir kurz weiter, und zwar gehen weiter in den Store.
schauen da mal rein, was da Neues am Start ist, wenn es denn lädt. Und dann werden wir gleich zum Football rübergehen und natürlich dann zu den weiteren Upgrade-Packs. Also, wie gesagt, ich bin absolut positiv davon. Okay, es lädt jetzt absolut gerade gar nicht. Perfekt. Wenn es geladen hat, werden wir da gleich weitermachen, Freunde, denn der Shop geladen hat. Ich nehme euch aber mal mit und zwar zu Football. Was ist los bei EA? Warum lädt der Shop nicht? Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Also, hier haben wir jetzt, warte mal, sind das nicht die alten Kartendesigns von Mudrik? Das ist... Kann ich jetzt zurückdrücken? Auch nicht. Das sieht aus wie das alte Kartendesign, die Footbin. Haben sie einfach mal, damit sie gar keins haben, bevor sie gar keins haben, haben sie irgendeins genommen, so nach dem Motto. Also Kulusevski und Mudrik auf jeden Fall schon mal als Showdowns, die wir uns anschauen. Kurz zum SBC-Überblick machen wir das schon mal. Es ist eine günstige Squad-Building-Challenge. Wenn man wirklich bedenkt, dass wir in den Meilensteinen weitere Packs uns freischalten können und jedes Mal, wenn wir 11 Goldspiele abgeben, ein Dreier-Pack Gold-Upgrade-Pack zurückkriegen und am Ende als Gruppenreward für 100 mal abschließen, 100k-Pack, Freunde, ich sag's mal so, diese SBC ist einfach top. Die ist einfach top. Ich habe nichts Schlechtes über die SBC zu sagen. Da haben wir 110k bei Kulusevski stand jetzt und 140, also 30k scheinen sie auseinander zu sein. Die beiden SBCs, ich starte mal hier gerade parallel nochmal FIFA bzw. EAFC ja jetzt neu. So, also 30k scheinen sie auseinander zu sein und sie werden direkt erstmal fett gedownloadet hier bei Footbin. Also ich sag's euch ehrlich, dass sie uns einen Kulusevski-Mudrik schenken, dass sie uns den nicht schenken, das war klar, ja. Dass es so teuer ist, also beispielsweise, wenn jetzt wirklich Kulusevski gewinnt, wenn Tottenham gewinnt, bleibt ja Mudrik auf der 85er-Graden-Karte. Und ich sag euch, es tut mir schwer, 140.000 Münzen für eine Mudrik-Karte, die 93 Pace hat, 80 Schuss und 78 passen, tue ich mich schwer, das dafür auszugeben. Das fällt mir persönlich schwer. Ja, muss ich euch ehrlich sagen. Gucken wir aber jetzt erstmal grundsätzlich erstmal auf die Upgrades drauf. Es ist natürlich ein mega Upgrade. Plus 10 auf die 75 Base-Karte hier bei ihm. Tempo hat er schon immer gehabt. Es sind 2 Pace. Es sind 14 saftige Schuss. 10 Passen, 7 Dribbling, 10 Def und eine 10er Physis. Es sind einige Punkte, die mich hier stören, Freunde. Tatsächlich. Und ich glaube, ich zeige euch das lieber an der Konsole. Ich bin wieder drin in Ultimate Team. Wir gehen mal kurz rein in den Store, ob das diesmal funktioniert. Okay, diesmal scheint es zu funktionieren. Okay, hier haben wir wieder solche Packs am Start. Dann haben wir das auch mit den Pro-Packs. Preview-Pack machen wir eben auf. Preview-Pack kann gönnen. Es kann gönnen. England, Rechtsverteidiger? Wait. Oh, da denkt man kurz. Und dann ist es so eine Charles... Oh, 2 Anchor. Okay. Und ein Shadow. No way. Was ist denn das für ein Preview-Pack? Digga. Mein erstes profitables... Nicht mein erstes, aber mein zweites profitables Preview-Pack. Ja, das können wir doch... Eieieiei. Freunde, es ist Wahnsinn. Das erste Mal live, dass wir ein Preview-Pack öffnen und gemeinsam tatsächlich Profit daraus ziehen. Das kannst du ja keine Metz. Ich pack den Rest erstmal rein in den Verein. Enkurs und Shadow verkaufe ich nachher. Und dann gehen wir in das nächste Preview. Was ist hier denn los? Preview Packs. Ist es eine Inform? Wollt ihr mich ver... Centurions, es ist Dank. Back to back. Was ist denn mit den Preview Packs los? Meine erste Centurions, Freunde. Was ist hier denn verdammt nochmal los? Ich glaube es nicht. Ist das hier gerade for real? Oh mein Gott, Lord. Bitte was? Und der kostet ja sichtlich ordentlich, weil wir den ja in die Evolutions reinpacken können. Oh mein Gott, Lord. Freunde, das glaubt mir doch keiner. Wenn ich es nicht aufgenommen hätte, hätte es mir doch keiner geglaubt. Was ist hier denn los? Nächste 7,5k, die wir definitiv investieren. Oh mein Gott. Wollen wir den Evolution machen? Wir werden uns das überlegen. Wir werden uns das auf jeden Fall mal überlegen. Wir packen erstmal alles rein in den Verein und öffnen das dritte Preview Pack hintereinander. Bitte was? Nein, Ober jetzt.
Oh nein, das ist der aus der Major League Soccer. Buanga heißt er. Ey, Freunde, was waren denn das jetzt bitte für Preview-Picks? Ich hab das, das ist der Wahnsinn. 2 Preview-Picks hintereinander, die profitabel waren. Absolut nice. So, jetzt aber, Wahnsinn. Jetzt aber zurück zu den Favoriten und zu Mudryk und Kulusevski. Also, bei Mudryk direkt eben mir aufgefallen. Ja, der hat vier Sterne der Hochmittelarbeitsraten. Er kann linker Flügel LM spielen. Er hat nach wie vor Tempo am Start. Für mich Schuss- und Passspiel keine 140k wert. Also das muss definitiv geupgradet werden. Dribbling okay. Wieso sage ich okay? Ruhestat nur bei 76, Freunde. Ja, Beweglichkeit bei 94. Balance absolut lost. Reaktion lost. Ruhestat lost. Ausdauer bei 80, okay, sagen wir mal so. Ja, aber sorry, Freunde, keine 140, 150k wert. No way. Wir haben ein paar Spielstile, 3 Stück on Detail. Haben wir Ballkontrolle, wir haben Flair am Start und körperlich. Glückwunsch dazu. Für mich keine 140k wert. Kulusevski haben wir dann am Start. Gucken wir da drauf. Forster, 1,86 kann auf der rechten Seite, wie gesagt, unterwegs sein. Ihr könnt euch beide holen. Mudryk auf links stellen, Kulusevski auf rechts und dann abwarten, wer in 7 Tagen geupgradet wird. Er sieht auf jeden Fall schon mal mehr Allrounder-mäßig aus für eine 85er graded Karte. Hat einen Ruhestat bei 86. Damit können wir mehr auf jeden Fall arbeiten. Dafür deine Beweglichkeit nicht so hoch und natürlich auch Tempo nicht so hoch. Er hat mehr Ausdauer am Start. Und dann haben wir die Spielstile, seht ihr Tore, auch 3 Stück hier am Start, Flair und unerbittlich. Also jetzt komplett aus dem Nix erstmal, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich erstmal Kulusevski nehmen, weil er mir von den Stats her tatsächlich sympathisch ist und auch seine Forster mitbringt. Aber es ist natürlich kein Mudryk. Ich weiß nicht, Mudryk ist halt so eine Overpaced, ja, eine Fan-Favorite im Endeffekt, ja. Ich Schuss und Pass, ich komme nicht drüber. Also das ist es mir nicht wert. Wir gucken uns hier gerade noch das Upgrade an. Von der 81 hoch, guck mal, 11 Pace kriegt er. 5 Schuss, 4 Passen, 3 Dribbling, 4 Def und eine 4 Physis. Also Kulusevski von den 4 Sternen, 3 Sternen geupgradet. Mudryk am Start. Ja, im Endeffekt hätten sie dann zumindest ihm 5 Sterne irgendwie auch schwacher Fuß oder Fähigkeit geben müssen, aber dann wäre er wahrscheinlich noch teurer geworden. Klar, Schuss plus 14 und 10 passen abgegradet, aber es ist halt immer noch schlecht. Sorry, Freunde. Nee, das ist für mich ein Upturn. Leider so eine Mudryk und der Preis, no way. Showdown leider, Preis-Leistung für mich definitiv ins Klo gegriffen. Unabhängig von dieser wunderbaren Crafting-Upgrade-SPC, Freunde. Und da werden wir jetzt gleich auf jeden Fall gemeinsam reingehen. Lasst uns reinschauen, was die Packs so gönnen. Ich bin sehr, 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 sehr heiß. Und meine Preview-Packs, da muss ich gleich noch drauf klarkommen, Was war bitte da nochmal los? Unfassbar. So, Freunde, da haben wir es am Start. 20 Mal die 3er seltenen Gold-Profi-Packs. Und wir schauen mal rein. Brasilien, top. Ist es direkt? No way. Das kannst du doch keinem erzählen. Das erste Pack und direkt einen saftigen Alisson. Let's go. 89er Rating. So muss es sein. Masraoui, Radetzky auch noch mit dabei. Perfekter Start auf jeden Fall mit der Centurions Upgrade Geschichte. Mal gucken, wie viel wir heute öffnen, Freunde. Vielleicht auch ein separates Video. Vielleicht auch morgen Mittag, wie gesagt, ein separates Video dazu zu den Centurions Upgrade, wo wir vielleicht dann mehrere machen. Um einfach auch zu schauen, ja, was sie sind. Sind sie top? Sind sie flop? Sind sie irgendwas dazwischen? Ich meine, Mini-Release ist jetzt da seit gestern. Da werden wir auf jeden Fall gemeinsam mal überlegen, wie wir das konkret machen. Aber den sieht man auch oft aus solchen Gold-Upgrades. Wir haben es ja selber bei den Gold-Upgrade-SPC sehen können. Roberto Firmino oft mit dabei. Aber 3 Spieler sind am Start. So, das sind 3 Goldkarten, auch wenn sie selten sind, die ja theoretisch wieder in die Centurions-Upgrade-Geschichte reinpacken könntet. So, hier haben wir jetzt Linksverteidiger, ist das die Frau? Ja, es ist Moroni. Dann haben wir Balde als Start und Dufour. Also Freunde, ich habe wirklich eben bei dem Preview-Pack, ich muss es nochmal sagen euch wirklich, ich habe wirklich gedacht, das ist ein Team auch durch, weil ich habe noch keine einzige Centurions-Karte gezogen. Und ich dachte mir, was ist das denn? Und dann ist es einfach Dank. Ah ja, es ist Wahnsinn, Freunde. 2 Preview-Packs hintereinander, die gegönnt haben. Sehr, 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 sehr wild. Sehr, sehr nice. So, die nächsten 15 Picks. So, wir werden jetzt heute hier nichts rauscutten, Friends. Nichts rauscutten. Oh,
Wobei rechter Flügel denke ich mal noch kurz wegen an Messi, ne? Aber der hat ja jetzt eine neue Position. Lamela ist am Start. Ah, der wird bestimmt auch einige Special Karten noch dieses Jahr bekommen. Oh, drei aus der La Liga am Start. Not bad. Rechtsverteidiger. Oh. Wait. Ah, Bronze. Aber es ist zumindest Rating. 87er. 83er, okay. Und Noppert ist da am Start. Jetzt Goldkarte. Die WM hat ihm auf jeden Fall die Goldkarte gegeben, das muss man sagen. Oh, Deutschland. ZOM. Ist ein Wirtz, oder wie? Ja, Hofmann, klar. Hofmann. Logisch. Hübers mit dabei, Kamara. Fast wie ein reines Bundesliga-Pack. Wie eben mit der La Liga. Also, da seht ihr auf jeden Fall mal, was schon mal 20 auf jeden Fall so gönnen können. Fragezeichen. ZDM. Und wir haben Locatelli. So, ist eben so gut losgegangen. So, der ist das Problem. Lamela Duplikat, Locatelli Duplikat, beide 100% Untrade. Muss er dann discarden. Also wenn es so weit kommt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, und das vielleicht auch ein Step, wer hat jetzt die 20 Packs gerade ready gemacht, würde ich euch natürlich empfehlen, erstmal, ja, vielleicht wahrscheinlich in 5er Schritten zu gehen, und wenn natürlich Duplikat dabei sind, mindestens 2 Stück bei einem, okay, kann man sich überlegen, aber die Duplikate natürlich dann auch nutzen, auch wenn es vielleicht hier und da ein bisschen mehr Zeit dann braucht und ein bisschen Zeit investieren müsst, würde ich auf jeden Fall dann reingehen und in eine weitere Crafting Upgrade SBC stecken, bevor ihr die 2 dann discardet, also nach dem Motto, no man left behind, so nach dem Motto. Und gucken, dass er da keinen zurücklasst. Jetzt haben wir Caruso am Start. 83er Havertz ist dabei und Beto. Nächstes Pack mit Spanien. Rechts ist das schon wieder jetzt. Wir gucken drauf. Ah, 85er Rating. Mata Torrejón. Ne, 84er. 85er habe ich gesagt, 84er. Endo. 85er gibt es aber auch, der Rechtsverteidiger, oder was? IV? Auf jeden Fall auch von Barca und Spanien. Irgendeine 85er-Grade. Also, danke für den Prime-Sub, Dankeschön. Und Chalololo ist am Start. Weiter, wir können jetzt auch aus den restlichen Pack, guck mal, da auch 85er und 83er, also das ist schon gutes SBC-Futter, was man da teilweise draus sieht. Und ich meine, klar, es ist ein Risiko, was man eingeht. 11 Goldspieler gibst du zurück, aber du weißt jetzt in dem Fall, du kriegst dann, ja, pro 10 Stück, die er macht, auf jeden Fall dann halt, wie gesagt, den Meilenstein-Reward. Ein weiteres Pack auf jeden Fall zurück. Und die Chance ist da, Centurion zu spielen, zu ziehen. Wobei ich aber auch meine, ich weiß nicht, ob es so ein Gefühl ist, also, viele habe ich noch nicht gesehen. Viele habe ich noch nicht gesehen. Heute auch mein erstes jetzt mit euch eben live gezogen, aus dem Preview-Pack. Und ich habe auch schon einige Packs geöffnet. Bentancur, Wimmer, Enmetscher ist dabei. Come on, let's go. Brasilien, IV. Ah. Die Hoffnung stirbt zuletzt auf den Centurions. Bremer ist dabei. Geisteskranke Karte auch. Basekarte zumindest. Schlager ist dabei, auch Untrade. Komm. Da würde ich mir auch mal wünschen, oh, dass man bei Duplikaten trotzdem Packs öffnen kann. Und wenn ich das auf maximal 10 begrenzen. Du weißt, neben der Transferliste quasi so Duplikaten stapelt oder was? Ja, wäre gar nicht mehr so schlecht. Und wenn es so 5 oder 10 wären, ne? Das stimmt schon. Das wäre eigentlich echt cool. Oder 11. Ja, dann wäre ja quasi ein Squad oder ein Upgrade SBC gefüllt. Oh, das wäre nice. Stell dich mal vor, wir könnten einfach so 11 Duplikate noch hoch mit auf die Transferliste packen, die wir dann direkt anschließend so eine Upgrade-SBC packen könnten. So als Zwischenschritt einfach. Das wäre gar nicht mehr so schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das die EA machen wird und einführen wird. Skriniar? Ja, immerhin Skriniar. Seht ihr, und da seht ihr, das ist zwar ein reines 3-Gold-Spieler-Pack, aber Rating, wir haben das jetzt aus allen Packs bis jetzt gesehen, war immer mit dabei. Ein oder zwei Spieler waren immer gut vom Rating. Und? Ah, Selna. Aber auch okay, sagen wir mal.
Kann mit arbeiten, 83er auch wieder dabei. Ja, Freunde, und damit hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall einen ersten Eindruck bekommen habt von dieser Centurions Upgrade SBC. Seid ihr schon reingegangen? Denn ja, wie viele? Lasst mich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen. Was ist eure Meinung zu der Showdown Squad Penny Challenge, die heute rausgekommen ist, zu den beiden Karten Mudrik und Kulusevski? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Öffnet euer Preview Pack, das kann ich auf jeden Fall schon mal direkt am Ende mitgeben. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, dann gerne jetzt hier von heute Mittag meine Weekend League von Champs Rewards. Viel Spaß dabei und dann sehen wir uns morgen wieder. Daily Content für euch am Start, Freunde. Ich freue mich drauf. Bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.